Aber man muss sogar unzufrieden sein, zumindest als Fan, wenn es um das Powerplay geht. In dieser Hinsicht sind die Adler mit einer Quote von 14,3% mittlerweile das zweitschlechteste Team der Liga. Der letzte Treffer in Überzahl datiert vom 16.11., der vorletzte vom 26.10. Das ist alarmierend. Dabei sieht das Powerplay oft gar nicht so schlecht aus, nur der Abschluss fehlt. Ich glaube, dass das manchmal eine Kopfsache ist. Wir haben heute zusammengesessen, haben uns darüber unterhalten und ich habe vor dem Training noch zum Kai Osburg gesagt, wir hatten vor 2 Jahren, wo wir in der Viertelfinalserie an Wolfsburg gescheitert sind, das beste Powerplay der ganzen Liga. Wir hatten teilweise 30%. Das heißt, wir haben mehr als in jedem vierten Powerplay ein Tor geschossen. Und als es dann drauf ankam, als es dann in die Playoffs ging, da funktionierte gar nichts mehr. Also im Moment ist es vielleicht einfach eine reine Kopfsache, dass wir einfach mal locker bleiben müssen und vielleicht brauchen wir ein bisschen Glück, vielleicht rutscht mal einer rein vom Schlittschuh des Gegners oder was auch immer, aber ich denke nicht, dass wir uns jetzt da verrückt machen sollten. Auf der anderen Seite, wenn wir Chancen haben, ist es ja super. Wenn wir gar keine Chancen hätten, dann müssen wir uns was überlegen. Aber wir spielen uns Chancen raus und wenn wir da einfach weitermachen, wenn es jede siebte oder achte Chance ist, die dann vielleicht reingeht, ist es auch okay. Aber wenn wir im Spiel bloß 3 hätten und gar kein Tor schießen würden, dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Aber ich denke, wir sind auf einem richtigen Weg und da sollten wir einfach weitermachen. Wo sie sich aber auf jeden Fall verbessern sollten, ist die Trefferquote. Ein Blick auf die Zahlen der letzten 5 Spiele macht das deutlich. 211 Mal schossen sie in diesen 5 Matches auf das gegnerische Gehäuse und sie erzielten dabei 16 Tore. Der Gegner knallte den Puck nur 128 Mal Richtung Adlertor, machte dabei aber 15 Treffer. Gut nur, dass Mannheim trotzdem von 15 möglichen Punkten in diesem Zeitraum 9 holte. Wenn wir irgendwo mal sitzen würden und sagen würden, Mensch, wir hatten das Drittel bloß einen Schuss aufs Tor oder 2, dann haben wir wirklich ein Problem. Aber wenn wir uns Chancen rausspielen, irgendwann wird jeder Gegner müde. Ich meine, das ist ein ganz einfaches Rezept. Wenn du 60 Minuten die Scheibe zum Tor bringst, die gegnerischen Verteidiger checkst, irgendwann in der 50. oder in der 58. Minute und da läuft dir einfach ein Fehler, weil du den aufgearbeitet hast. Und das ist im Moment unser Geheimnis. So war das auch in Düsseldorf. Es steht nach 40 Minuten 2-2. Wir geben weiterhin Gas, bringen jede Scheibe tief, jede Scheibe zum Tor, verteidigen die Scheiben gut und irgendwann rutscht dann einer rein und das haben wir uns dann einfach erarbeitet und da denke ich, kann man stolz drauf sein, da braucht man sich nicht verstecken mit solchen Resultaten. Stolz sein darf auch Sinan Akta auf sein Tor zum 3:2 gegen Wolfsburg. Überdurchschnittlich viele herrliche Tore haben die Adler in dieser Spielzeit bislang erzielt. Dieser hier von Akta gehört zweifellos zu den Top 3. Der 25-Jährige hat in den letzten 3 Spielen 3-mal getroffen. Seine Punktausbeute erhöhte er damit auf 10. Akta spielt ohnehin eine überragende Runde. Dieser Treffer bestätigte das aufs Neue. Mit ihm zufrieden ist auf jeden Fall Trainer Jeff Ward. Mit dem 52-Jährigen haben wir uns ausführlich über die aktuelle Situation und vieles mehr unterhalten.